Guck mal hier, das ist das Skript für diesen Beitrag und ich tippe das hier nicht in ein lokal installiertes Microsoft Word auf meinem Rechner, sondern in Microsoft Word in meinem Browser. Ja, wusstet ihr vielleicht schon, Microsoft bietet sein Office-Paket im Browser seit einiger Zeit gratis an. Und einige sagen sogar, dass das klassische Office mit lokal installierten Programmen tot sei. Wir gucken uns das mal genauer an, ob das wirklich so stimmt. Und vor allem vergleichen wir Microsofts Browser-Office mit der Konkurrenz von Google und Apple. Für wen eignet sich was am besten und wo sind so die Grenzen im Browser-Office? Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von Incogni. Incogni ist ein Dienst, der automatisch eure persönlichen Daten aus den Fängen von Datenhändlern befreit. Es gibt leider hunderte von Datenhändlern, die eure Daten entweder legal oder sogar illegal aus irgendwelchen Server-Einbrüchen bekommen haben und die dann verkaufen. Ihr kennt das ja vielleicht. Euch ruft eine unbekannte Nummer an, ihr denkt, das könnte was Wichtiges sein und dann soll euch doch nur irgendein Quatsch angedreht werden. Oder ihr bekommt korrekt adressierte Mails, die aber letztendlich auch nur Spam sind. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Datenhändler diese Daten verhökert haben. Mit DSGVO und Co. gibt zwar die Möglichkeit, einer Datennutzung zu widersprechen, aber dann müsst ihr halt jede einzelne Firma anschreiben. Incogni nimmt euch diese Arbeit ab und löscht euch vollautomatisch aus hunderten von Datenbanken. Mit dem Couponcode CT3003 bekommt ihr unter incogni.com/CT3003 60% Rabatt aufs Jahresabo. Werbung Ende. Ja, sicher. Im Büro dürften viele von euch einfach Microsoft Office auf dem Rechner installiert haben. Ist ja wirklich der Industriestandard und zusammen mit Outlook und Teams einfach das, womit in den meisten Firmen gearbeitet wird. 85% der Menschen, die in Deutschland in Büros arbeiten, benutzen die Software von Microsoft. Laut dieser Studie hier. 1983 ist übrigens die erste Version von Word erschienen. So hat das damals ausgesehen und es war mehr so ein What you see is what you get. Einfach in Echtzeit Text eingeben und verarbeiten. Das war damals eine tolle Sache. Ja, seitdem ist auch viel passiert. Das Internet zum Beispiel und Google ist auch passiert. Und damit hat sich natürlich auch viel im Bereich Dokumente und Tabellen getan. Microsoft hat mittlerweile seine Office Suite unter dem Namen Microsoft 365 online zur Verfügung gestellt und das Ganze auch ohne kostenpflichtiges Abo. Also etwas eingeschränktes Word, Excel und PowerPoint für alle, die einen Microsoft-Account haben. Der Name Office wird langfristig durch Microsoft 365 ersetzt. Microsoft sagt aber, dass sie weiterhin lokal lauffähige Anwendungen entwickeln. Tot ist das Konzept Word, Excel oder PowerPoint ganz normal offline zu verwenden, also noch nicht. Die Namen, also Word, Excel, PowerPoint, bleiben auch erhalten, nur eben Office nicht. Apple bietet seine Office-Programme unter dem Namen iWork ja schon seit 2005 für Macs an. Und seit 10 Jahren kann man das auch online im Browser nutzen. Ja, und Google hat 2009 unter dem Namen Wave ein Online-Tool vorgestellt, das damals erstmals dafür gesorgt hat, dass mehrere Leute gleichzeitig an einem Textdokument arbeiten konnten, ohne dass es zu Problemen mit dem Speichern kam und auf einmal unterschiedliche Versionen der gleichen Datei da waren. Dieses Feature wurde später auch in andere Google-Dienste integriert, Docs und Tabellen kennt ihr wahrscheinlich. Ja, und die gemeinsamen Bearbeiten-Funktionen gibt es mittlerweile auch für Apple- und Microsoft-Programme. Die Geschichte hinter Microsofts Office und Apples iWork ist eigentlich schon wieder genug Stoff für ein eigenes Video. Denn es gab langen Hin und Her, wie Microsoft mit Office auch in Bezug auf Smartphones und Tablets Geld verdienen kann. Da gab es dann 2015 zum Beispiel mal die Regel, dass Office gratis auf Geräten bis 10,1 Zoll zu verwenden ist. Und auf größeren muss man es bezahlen. Ja, und dann hat Microsoft sich später entschlossen, dieses abgespeckte Office einfach online gratis anzubieten. Und heute ist Microsoft quasi so weit, dass sie Office immer mehr als Online-Dienst verstehen. Das hat sicherlich auch mit der Popularität von Google Docs und Co. zu tun. Damit fällt allerdings auch so ein bisschen das letzte wirklich gute Argument gegen Linux oder macOS oder Chrome OS oder sonst was, weil wie schon gesagt, Office ist Industriestandard und für viele eben total wichtig beim Arbeiten. Aber wenn ich das jetzt einfach im Browser online verwenden kann, brauche ich nicht mehr zwingend Windows, sondern kann auch irgendein anderes Betriebssystem verwenden. Noch ist das nicht so weit, die Desktop-Versionen haben schon noch einen größeren Funktionsumfang als die Online-Version, aber das ändert sich gerade immer mehr. Online ist in diesem Bereich übrigens wirklich wörtlich zu nehmen. Also wer sich dafür entscheidet, im Browser online Text in Word oder Pages zu editieren, Tabellen zu bearbeiten oder eine Präsentation zu erstellen, da muss man dann auch wirklich mit dem Internet verbunden sein. Das ist wahrscheinlich für die meisten Leute auch der größte Unterschied zu den Desktop-Programmen von Microsoft und Apple. Google macht das ein bisschen geschickter. Wer Chrome oder Microsoft Edge verwendet, kann auch offline
offline mit Googles Office-Anwendung arbeiten. Möglich macht es der lokale Synchronisationsordner. In unseren Tests in Chrome hat sich Microsoft Online Office auch mehrere Minuten gehalten, nachdem wir das Internet abgestellt hatten. Dann ging es aber in einen Read-Only-Modus, der nach einer Minute mit Internet wieder weg war. Also konnte man wieder editieren. Bei Apple kommt zwar schnell eine Warnmeldung, die ist aber wirklich nur eine Warnung. Das Arbeiten funktioniert weiter, kann aber zu Synchronisationsproblemen führen. Deswegen solltet ihr, nachdem ihr wieder online seid, immer auswählen, welche Version ihr behalten wollt. Auf den ersten Blick sehen die Online-Versionen von Office und iWork fast genauso aus wie Desktop-Varianten. Und das ist auch der größte Vorteil. Wenn ihr eh schon von der Arbeit oder Schule oder Studium Word, Excel und Co. gewohnt seid, dann könnt ihr das in einer etwas abgespeckten Variante einfach gratis im Browser weiter benutzen und euch direkt zurechtfinden. Ihr braucht nur einen normalen Microsoft-Account. Oder wenn von mir aus eure Eltern nur mal ab und an mal ein Dokument bearbeiten, einen Brief schreiben oder ein Excel-Fahrtenbuch pflegen möchten, dann können sie sich die 69 Euro Jahresabogebühr für Office auf jeden Fall sparen, weil das eben gratis geht. Wir haben euch übrigens die Links zu allen erwähnten Diensten unten verlinkt. Wichtig ist zu wissen, der Funktionsumfang der Online-Tools wird immer wieder erweitert. Klassische Updates müsst ihr dafür natürlich nicht machen, das machen die Anbieter einfach im Hintergrund. Deswegen ist es aber auch super schwer, genau zu sagen, was alles funktioniert und was nicht. Microsoft gibt da auch keine Liste raus, es heißt einfach Premium-Features in der Bezahlvariante. Ein großer Unterschied, Makros, also so Befehlsreihenfolgen zur Automatisierung, werden vom Online-Browser-Office nicht unterstützt. Oder ganz banal, gibt Unterschiede in der Ansichtsmöglichkeit. Während Word auf dem Desktop so viele Fenster wie möglich in einem Dokument anzeigt, kann die Browser-Version gerade mal mit Mühe zwei gleichzeitig anzeigen. So Dinge wie Serienbriefe, also alles, was unter dem Punkt Sendung steht, kann die Online-Version von Word auch nicht. So normale Word-Aufgaben wie ein Brief schreiben, das geht natürlich ohne Probleme. Mit allen drei Programmen, also nicht nur von Microsoft, sondern auch von Apple und Google. In manchen Fällen muss man allerdings mit weniger Vorlieb nehmen. Pages zum Beispiel kann Absatzstile, also die klassischen Word-Formatvorlagen, online zwar anwenden, aber im Gegensatz zum Desktop kann man keine neuen hinzufügen. Bei Word geht das. Apples iWork in der Cloud ist sowieso, sagen wir mal, etwas gewöhnungsbedürftig in der Bedienoberfläche und auf jeden Fall für Apple-Leute gedacht, die gerade nur Zugriff auf einen Linux- oder Windows-PC haben, für die es eben keine Desktop-Programme von iWork gerade gibt. Aber auch wenn das nicht auf euch zutrifft, könnte iWork im Browser für euch interessant sein, denn damit könnt ihr eben alle iWork-Dokumente problemlos öffnen, bearbeiten, drucken oder als PDF oder Word-Datei herunterladen. Heißt, wenn euch jemand eine .pages, .numbers oder .keynote-Datei schickt, könnt ihr damit jetzt endlich was anfangen. Mit Word oder anderen Programmen kriegt ihr die nämlich ohne Hilfsmittel nicht auf. Mit Apples Online Office geht das kostenlos. Wenn ich unseren Brief nicht als Mail-Anhang versenden möchte, also als PDF downloaden, kann ich ihn auch direkt aus dem Browser ausdrucken. Das funktionierte bei unserem Test mit den Chrome und Edge-Browsern mit allen Online-Anbietern ohne Probleme. Es öffnet sich einfach das gleiche Dialogfeld wie beim Drucken von einer Website und das entsprechende Dokument ist dabei formatiert und kommt den Erwartungen entsprechend aus dem Drucker raus. Nutzt ihr andere Browser, also zum Beispiel Firefox oder Safari, müsst ihr einen Umweg über die PDF-Datei nehmen. Das Online-Office spuckt euch vor dem Drucken eine PDF-Datei aus, die ihr dann ausdrucken könnt. Ein bisschen nervig ist es, in den Online-Offices bestehende Dateien zu öffnen, wenn man die auf dem Computer gespeichert hat. Einfaches Doppelklicken reicht da nicht aus. Die Dokumente müssen extra zum Anbieter hochgeladen werden und sind dann in der Cloud gespeichert. Das ist beim Erstellen von Dateien im Browser auf jeden Fall besser und um Backups muss man sich dann auch keine Gedanken mehr machen. Die Dateien sind einfach im Cloud-Speicher des Anbieters gesichert. Zwischen 1 und 15 GB gibt es da in den Gratis-Varianten. Die Details seht ihr hier auch in der CT-Tabelle. Gerade in Excel gibt es ja so viele super Special-Anwendungen, die wir jetzt natürlich nicht alle nachbauen und ausprobieren können. Wir schauen uns aber mal einen wirklich deutschen Anwendungsfall an. Das punktgenaue Abrechnung nach einem gemeinsamen Abendessen. Für dieses Beispiel gehen wir mal davon aus, dass 5 Leute gemeinsam essen und jeder etwas dazu beiträgt. Auch in Excel sehen wir die gewohnte Arbeitsoberfläche, die man vom Desktop kennt. Google Tabellen sieht ein bisschen anders aus, aber doch irgendwie ähnlich. Apples Numbers hat zwar eine ganz andere Standardoberfläche, die gewohnten Befehle wie S Verweis werden aber übersichtlich an der Seite angezeigt, nachdem man ein Gleichzeichen in die Tabelle getippt hat. Für so normale Sachen wie unser Abrechnungsbeispiel sind alle drei Programme geeignet. Wir können uns hier sogar schöne Grafiken erstellen lassen und genau sehen, wer wie viel zum Essen beigetragen hat. Wie im Desktop gibt es
auch online Vorlagen für bestimmte Anwendungsbereiche. Und hier hat Numbers tatsächlich etwas mehr zu bieten als die anderen beiden. Auch wenn ich jetzt wieder in alte Klischees verfalle, diese Vorlagen bei Apple sehen einfach mehr aus wie Grafikdesigner erstellten Rechnungen als die Controller-BWL-Optik in Excel. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Und es geht ja auch nicht nur ums Design. Bei Präsentationen ist Design schon mehr ein Thema. Und das haben die Office-Anbieter in den letzten Jahren deutlich besser gemacht mit KI. Die Möglichkeit, mit Designvorschlägen eigentlich nur noch Wörter, Zahlen und Bilder in PowerPoint zu werfen und dann einen Designvorschlag anzuklicken, hat das Erstellen von Präsentationen auf jeden Fall erleichtert. Das Gute, auch die Online-Programme können das, wenn auch etwas eingeschränkter. Ich gebe hier jetzt einfach mal ein, Katzen sind süß und hier wie Katzen ein Internetphänomen wurden. Und schon schlägt mir PowerPoint hier an der Seite Designs mittels KI vor. In der bezahlten Variante kriege ich sogar direkt ein Bild mit vorgeschlagen. In der Gratis-Version muss ich dafür erst auf Bilder klicken und kann dann über die Bing-Suche ein passendes Bild auswählen. Bei Google Präsentationen geht das genauso, nur dass hier nicht die Möglichkeit besteht, direkt Bilder, die unter Creative Commons fallen, auszuwählen. Apple kann zwar auch Designvorschläge, aber nicht aus dem Browser heraus nach Bildern aus dem Internet suchen. Worin sich PowerPoint im Browser stark von der Desktop-Variante unterscheidet, ist der Präsentationsmodus. Also eigentlich nicht ganz unwichtig. Im Browser habt ihr nämlich keine Referentenansicht. Ihr seht also auch bei mehreren Monitoren nur die aktuelle Folie und entsprechend auch nicht die Notizen. Apple und Google bieten aber eine Referentenansicht im Browser. Also, mein Fazit. Einfache Office-Aufgaben für zu Hause kann man auf jeden Fall mit allen drei Anbietern ganz gut hinbekommen. Das ist dann letztendlich so ein bisschen die Gewohnheit. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Apple-Geräte habt und sowieso Pages, Numbers und Keynotes verwendet, klar, dann könnt ihr das auch online verwenden, wenn ihr mal auf dem Windows- oder Linux-PC unterwegs sein solltet. Wenn ihr eh schon Google Mail und Kalender im Browser verwendet, dann ist natürlich irgendwie Google Docs naheliegend. Da funktioniert das Zusammenarbeiten mit anderen wirklich super. Und ihr könnt das auch offline verwenden. Und solange das Offline-Arbeiten bei Microsoft 365 ein Premium-Feature bleibt, ist das Online-Office die beste Möglichkeit, um in einem gewohnten Umfeld Office zu verwenden, ohne dafür zu zahlen oder ein Abo abzuschließen. Generell hat das Microsoft Office von allen drei Angeboten den größten Funktionsumfang. In Sachen Bedienung fanden wir die Google-Produkte am eingängigsten. Wenn man allerdings die Offline-Office-Programme von Apple oder Microsoft in- und auswendig kennt, fühlt man sich da auch in den Online-Varianten schnell zu Hause. Ach ja, ganz wichtig, ihr solltet immer im Hinterkopf behalten, dass alle drei Anbieter in den USA sitzen und die eure Daten auch mindestens teilweise dort speichern. Wenn ihr das problematisch findet, solltet ihr eure Office-Sachen weiterhin offline machen. Da gibt es ja auch ordentliche Open-Source-Alternativen, LibreOffice oder OnlyOffice zum Beispiel. Ja, wie ist das bei euch? Benutzt ihr Office-Zeug schon längst im Browser oder seid ihr immer noch ganz klassisch mit der Desktop-Variante unterwegs und welches Office-Programm benutzt ihr am liebsten? Schreibt das gerne in die Kommentare, freuen wir uns drüber, wir lesen alles und natürlich auch gerne abonnieren. Tschüss!